Hallo, grüß euch. Ich stehe heute nicht zufällig in unserer Küche, stellvertretend für alle Frauen, die in den letzten Wochen zu Hause gearbeitet haben, ihre Kinder betreut und unterrichtet und auch noch den Haushalt geschupft haben. Am Anfang wurde ja noch applaudiert, all jenen Frauen, die an den Kassen in den Supermärkten gesessen sind, in der Pflege gearbeitet haben, in den Schulen, in den Kindergärten, die quasi systemrelevant waren. Aber vom Applaus allein kann man nicht leben, da kann man sich nur freuen drüber. Und bevor wir jetzt wieder zum Alltag übergehen und das alles anfangen, dürfen wir eines nicht vergessen, nämlich auf genau diese Frauen, dass die endlich fair bezahlt werden und gerecht entlohnt werden für die Arbeit, die sie leisten. Wir müssen dafür sorgen, dass alle Frauen, die in systemrelevanten Berufen tätig sind und derzeit schlecht bezahlt werden, dass sie in Zukunft besser bezahlt werden. Wir dürfen vorher nicht zur Tagesordnung übergehen. Und ich verspreche euch, auch im Grazer Gemeinderat werden wir uns dafür einsetzen. Nicht nur, dass es eine faire Entlohnung gibt, sondern auch, dass diese Frauen, die jetzt im Einsatz waren, eine Bonuszahlung bekommen. Wir bleiben dran.